Okay, gut. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten. Jetzt sammle ich hier aber erstmal alles an Munition ein. Und plündere die Freunde hier mal. Waffenmodifizierung verfügbar. Das freut mich doch. Ja, das ist voll. Okay. Dann klettern wir hier wieder zurück. Gucken, ob es hier noch was Schönes gibt für uns. Da hinten sehe ich eine Kiste. Hier ist nichts weiter. Okay, macht die Kurbel jetzt hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Eieiei. Das kann wieder was werden hier. Ein kleiner Kletterspaß für Lara wieder. Aber das macht mir wirklich Spaß. Also Tomb Raider ist so ein Spiel, das erinnert mich ein bisschen an Uncharted. Und das ist wirklich was, was ich unglaublich liebe. Also ich, die Uncharted-Reihe mag ich wirklich unglaublich sehr. Und auch Tomb Raider ist so ein Spiel, das habe ich jetzt schon in mein Herz geschlossen. Es macht mir wirklich jede Menge Spaß. Oh, upsa. Geronimo! Wo sind sie denn? Oh. Hier für euch ein kleines Willkommensgeschenk. Ja, das war ein Volltreffer. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich will da nicht hoch, solange da noch jemand ist. Ey, du hast eine Schrotflinte, du Sau! Spinnst wohl! Ja, sowas passiert, wenn man sich mit mir anlegt. Sind auf jeden Fall noch mehr da. Ich werde jetzt aber trotzdem mal da hochgehen. Wenn Lara möchte. Ah, guck mal. Da haben wir einen. So, erstmal alles schon einsammeln. Wir haben ja Zeit. Ist ja nicht so, dass irgendwie jemand versuchen möchte, uns zu erschießen. Und das war kein Kopfschuss. Okay. Wow, 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 what the f... Oh, da oben. Toll. Scheiße, jetzt darf der nicht werfen. Der darf... Den da zuerst. Wunderbar. Das war ein Kopfschuss. Und das... Ah, verdammt, ist er aufgestanden. Sehr schön. Und rüber da, Lara. Da sind noch mehr. Jo. Ach, verdammt. GG in Deckung, Lara. Das hat so keinen Wert. So, was haben wir hier noch Schönes? Dann können wir unsere anderen Waffen auch wieder benutzen. Na, nachladen. Einer ist noch übrig. Kommt, seid dich. Sehr schön. Ich hoffe mal, das war's soweit. Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Da hinten geht's noch rein. Ich glaube, dann geht es weiter. Kataktus. Geheimes Grab in der Nähe. Wo genau? In der Nähe. Hier unten? Oder hier oben? Oder das da drüben? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Gucken wir uns mal überall um. Oder wird es mir auf der Karte angezeigt? Grab. Da ist eins. Wegpunkt setzen. Ein bisschen Munition. So, jetzt muss ich natürlich ein bisschen mit der Karte hantieren. Also hier ist es auf jeden Fall schon mal nicht in der Nähe. Oh, aber hier liegt was. Ah, eins von 15 gefunden. Gehen wir hier rüber. Hier haben wir nämlich noch ein bisschen Bergungsgut.
Das können wir nämlich alles ganz gut gebrauchen. Eins von drei Teilen gefunden, Gewehr. Ich hoffe, ich finde alle drei Teile. Das dritte Teil für die Schrotflinte habe ich, glaube ich, nämlich nicht mehr gefunden. Das dürfte nämlich noch da hinten dabei gewesen sein. Gehe ich zumindest noch stark davon aus, dass es da war. So, wo sind wir denn jetzt hier? Okay, wir kommen dem Grab näher. Die Gräber sind ja meistens unten. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das hier so korrekt ist. Also kommen wir hier wieder raus. Ah, ja. Ja, okay, hätten wir auch einen anderen Weg gehen können. Also wir müssen auf jeden Fall zuerst runter. Wir müssen erst weiter nach unten. Und dann gucken, ob hier irgendwo das Grab in der Nähe ist. Müssen wir die Augen offen halten. Hier haben wir noch ein bisschen Bergungsgut, das wir uns schnappen können. Das Grab würde ich schon wirklich sehr gerne machen. Neues Lager entdeckt. Windmühle. Da gehen wir gleich hin. Aber erstmal noch Bergungsgut sammeln. Und das sieht auch sehr appetitlich aus. Ach, scheiße, ey. Mir ist das hier ganz und gar nicht geheuer. Also diese Insel, nicht so mein bester Freund. Okay, auch hier gibt es nichts an Tagebucheinträgen. Gucken wir mal, wo wir unseren Fähigkeitspunkt unterbringen können. Kämpfer-Upgrades haben wir 72%. Was fehlt denn hier noch? Gemeistert. Das ist auch gemeistert. Was haben wir hier? Ausweichkill. Weichen Sie leicht gepanzerten Feinden aus und attackieren Sie sie im Nahkampf, um sie auf der Stelle zu töten. Ausweichkill-Meister. Ah, brauche ich noch einen weiteren Rang? Ich denke mal, ich nehme diesen Ausweichkill. Also diese Fähigkeitsskills sind bis jetzt wirklich überhaupt nicht schlecht. Weichen Sie mit Kreis aus und drücken Sie Dreieck, sobald der Ring das Tastensymbol erreicht, um Feinde ohne Helm zu töten. Sehr schön. Gut, und dann kann ich, wenn ich aufgestiegen bin im Rang, auch noch den Ausweichkillmeister machen. Und dann haben wir schon 86% der Kämpfer-Upgrades erfüllt. Das freut mich. Jetzt gucken wir aber erstmal zu der Ausrüstung. Wir haben 601 Bergungsgut. Da dürfte sich doch einiges finden. Und ich denke mal, ich nehme hier die volle Drossel. Für die Schrotflinte. Dann können wir zwar nicht mehr machen, aber haben soweit erstmal alles für die Schrotflinte gemeistert. Und ich benutze diese ja so gerne im Nahkampf, wenn sie nah genug bei mir stehen. Das ist natürlich die Voraussetzung. So, wo bin ich jetzt hier? Geht's hier zum Grab? Ne, lauf ich dran vorbei. Ja, clever. Wo genau? Nein, ich glaube schon, dass hier das Grab ist. Ich laufe da jetzt mal rein. Es müsste mir noch eigentlich gleich angezeigt werden, ob ich hier richtig bin. Ich hoffe nur, dass ich dann wieder zurückkomme, falls ich jetzt falsch gelaufen bin. Nee, das ist auch... Hä? Wo soll denn dann bitte halt? Moment, hier ist was. Wo genau soll dann hier bitte das Grab sein? Hier sind ja überall solche Symbole wieder, die eigentlich auf sowas hinweisen. Hier geht's nicht weiter. Und hier ist auch nichts dahinter. Und ich denke, dass hier der normale Weg zum Weitergehen ist. Jetzt bin ich komplett verwirrt, aber diese Symbole weisen eigentlich immer auf ein Grab hin. Die zeigen dir eigentlich immer an, wenn du so einem Grab näher kommst. Ich laufe jetzt einfach durch. Und hoffe, dass das jetzt richtig ist.
bitte, zeig mir an, entdeckt Grab, irgendwas. Nein, jetzt komme ich nicht mehr. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Verdammt, ich hoffe, ich bin hier richtig. Bitte sag mir, dass ich richtig bin. Ah, Totenköpfe. Lecker. Ja, okay. Hier mal Bergungsgut. Aber es sieht wirklich wie ein Grab aus. Jetzt hier weiter. Hallo? Ich hasse das, wenn es 5000 Wege gibt. Ja, hier geht's nicht weiter. Dreh wieder um. Weil ich möchte nicht ins Ungewisse springen. Weil da drüben war zwar Licht, aber ich weiß nicht, ob sie mit einem Sprung darüber kommt. Deswegen gehe ich mal lieber so weiter, wo ich weiß, sie kann auch weiterlaufen. Das gibt's doch nicht mehr, wird nichts angezeigt. Wo bin ich denn? Also irgendwie laufe ich an dem Grab komplett vorbei. Das gibt's doch nicht. Jetzt zeig mir an, dass ich in einem Grab bin. Das sieht richtig aus. Yes! Optionales Grab. Kammer des Gerichts. Kammer des Gerichts. So eine Art Werkstatt. Anscheinend haben die Solari die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen. Okay, aber erstmal gehen wir hier ins, zu dem Lager. Okay, leider kein Tagebucheintrag, aber ausprobieren kann man es ja mal. Okay, Kammer des Gerichts. Hier habe ich was für Pfeil und Bogen. Passiert mir nicht, kann ich das noch anzünden? Nö. Nö, 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 nö. Okay, komm, guck dich mal hier weiter. Hm? Was kann ich hier alles machen? Ich kann eigentlich nur das hier bewegen. Und, ah, Moment, ich kann hier was anzünden. Gucken wir mal, was hier passiert. Ja. Okay. Moment, lass mich mal überlegen. Und das hier oben. Das ist auch sowas, was du tragen kannst. Aber ich muss doch hier... Passiert aber nichts. Moment. Vielleicht, wenn ich hier weiter um die Ecke gehe, vielleicht kann ich ja den Balken irgendwie wegballern. Auch nicht, aber irgendwas muss ich mit dem Ding machen, sonst wäre er nicht hier. Ah, vielleicht das hier oben runterholen? Sieht gut aus. Okay, dann kann ich das nehmen. Und hier kann ich noch was anzünden. Für was genau ist das jetzt? Was genau soll ich mit diesen Dingern machen? Wo soll ich sie hinschmeißen? Wo rein? Diese Schnitzereien sind alt. Hunderte von Jahren. Ah, hier oben ist eine Leiter.
Die Regale sehen brüchig aus. Etwas mehr Gewicht müsste ihnen den Rest geben. Okay, und dann muss sie hier hoch. Die Leiter habe ich gar nicht gesehen. So, dieser Überlebensinstinkt ist schon gar nicht so schlecht. Also etwas mehr Gewicht, dann nehme ich mir einfach mal das Teil hier, ne? So. Na, oder auch nicht. Ich schmeiß jetzt alle Dinger da hoch. Weil schwer sehen sie ja aus. Vielleicht, wenn ich jetzt hier alle runterhole, dann hier hoch. Jep. Brechen sie runter. Und dann habe ich hier noch eins. Mache ich das gleiche Spiel hier nochmal.